Wenn ich mein Crafty Table wiederfinde, den ich doch eigentlich hier irgendwie. Ach, da hinten steht er. Da gehe ich einfach mal in den Untergrund ein bisschen. Ein paar Ressourcen. Resources. Ressourcen, ja, das Wort habe ich gesucht. Suchen. Dann am Tag wieder hoch, weil hier draußen macht es wenig Sinn. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier Holz abzuschlagen und überall Zombies und so rumlaufen. Ich würde ja gerne hierbei auch ein bisschen Musik hören, aber ich habe es noch nicht wirklich. Ich habe die ganzen Einstellungen noch nicht rausgefunden. Wie ich jetzt am besten was render, bei. Ich benutze das Sony Vegas dafür. Für zum Rendern halt von meinen Videos. Die Einstellungen, weil wenn ich jetzt hier aufnehme. Das war kein. Wie gesagt, ich habe ja meinen Fernseher angeschlossen, das ist jetzt kein 4 zu 3. Wow, Bitch. Wo ist sie? Wo ist denn meine. Ey, ich finde gerade überhaupt nicht mein Schwert hier. Ey, ey, ey. Guckst mich so an, ha? Das ist ein Problem. Ich habe leider keinen Knochen dabei. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt kein 4 zu 3 Bild mehr. Das war schon ein White Stream. White Stream? White Screen. Stream. Mein Gott. Aber es ist nicht das Richtige. Das ist, ich will ja eigentlich im Format. Ich möchte eigentlich 720p Videos haben. Das heißt, das Format wäre dann 1280x720. Nur haben die Videos, nach, wenn ich die mit Fraps aufnehme, vor meinem Fernseher ein. Ja, sehr merkwürdiges Format, irgendwie 1008 mal, keine Ahnung, völlig unlogisch. Ach ja, zum Eisenabbauen brauche ich ja natürlich Steinäxte. Ja, wie gesagt, dann kann man das natürlich die Videos auch so anpassen, aber wenn jetzt ein Video im falschen Format hast und du stretchst es so, dass es halt dieses Breitbild angepasst ist, denn dann sieht alles verzogen aus und nicht mehr wirklich hübsch. Und ich habe auch noch nicht rausgefunden, in welchem Videoformat es das am besten wäre. Viele sagen MP4, habe ich mal ausprobiert, irgendwie habe ich da was Falsches eingestellt, da kam Scheiße raus, das sah aus wie hingeschissen, alles verzogen, keine Ahnung, gerauscht und einfach nicht scharf. Jetzt versuche ich. Ich habe mal ein kurzes Testvideo gerendert in WMV. Das sah schon besser aus, aber das ist jetzt noch nicht wirklich das, was ich eigentlich haben wollte. Muss ich noch ein bisschen recherchieren, wie ich das am besten mache. Ich meine, das ist mein erstes Video. Ja, das aller Anfang ist schwer, das wird dann auch noch besser. Meine Kommentare werden hoffentlich auch noch ein bisschen interessanter. Ich sollte vielleicht auch mal. Ich habe ja nicht vor, jetzt wirklich immer zu labern, was ich jetzt hier mache. Ihr seht es selber. Ich werde also über Themen labern, vielleicht aus meinem Leben oder irgendwas, was gerade aktuell ist, keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, über was ich labern soll, was ich von irgendwas halte, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt erstmal auf die Suche nach Kohle gehen. Buddel mich jetzt einfach mal. Wieso immer. Nee. Eingang reicht. Ein so ein kleiner Gang nach unten. Weil Kohle wäre schon mal nicht verkehrt, weil es ist ja so unglaublich dunkel. Ich müsste mal die Helligkeit, glaube ich, mal ein bisschen höher stellen. Obwohl die eigentlich schon ziemlich hoch ist. Ja, das liegt auch einfach mal an meinem Fernseher, dass wir so irgendwie das alles irgendwie ein bisschen. Also die Farben sind viel kräftiger, aber auch dunkler zugleich, im Gegensatz zu meinem PC-Bildschirm. Vielleicht könnte ich noch was über meine Hobbys erzählen, zum einen halt zocken, seit kurzer Zeit wieder, dann das übliche mit Freunden abhängen, essen, ja. Ich poker gerne, fahre gerne Auto, hab mittlerweile auch schon mein eigenes Auto, seit Juni, glaube ich. Warum laggt das denn jetzt hier so? Das verstehe ich ja nicht. Was soll er denn hier laden? Hier muss doch nicht viel laden. Das ist ein Golf 2 in Roter. Davon werde ich dann auch nochmal irgendwann ein Video oder ein Bild zumindest posten. Bin sehr zufrieden damit. Möchte auch eigentlich gar kein anderes Auto haben. Ich kann mir sowieso keins leisten.
Ja, Eisen ist natürlich nice, ne? Aber Kohle wäre natürlich noch nicer. Ich muss da irgendwie auch was sehen. Das ist. Ich muss mich gerade wirklich anstrengen, um überhaupt irgendwas zu sehen hier. Das ist unglaublich dunkel. Ich muss das dann irgendwie bei den Video, beim Rendern vom Video ein bisschen ändern. Also kann ich ja so nicht hochladen. Kann ich ja gleich ein schwarzes Bild hochladen und einfach zum schwarzen Bild was erzählen. Das wär der gleiche Effekt. Welcher Ebene sind wir eigentlich? Ebene. Ah. Das Ding ist auch, dass das Bild von meinem Fernseher nicht wirklich angepasst ist. Also das Bild vom Spiel zum Beispiel, das geht über die Ränder rüber. Ich sehe jetzt zum Beispiel unten die Icons, von, wo das jetzt zum Beispiel das Fleisch drin ist und das Schwerter. Das ist abgeschnitten, also ich die Zahl zum Beispiel nicht und auch an den Seiten es fehlt einfach was. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt einstellen kann. Also das ist. Oh, das ist Kohle. Das ist halt genau an den Rand angepasst. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch nicht, wie kaputt jetzt hier so eine Hacke ist. Also da ist ja normalerweise so eine Anzeige, so eine Leiste, die sehe ich jetzt überhaupt nicht. Aber immerhin besser, als wenn ich jetzt auf meinen 4 zu 3 Monitor spielen würde, weil das könnte ich keinem anbieten. Wenn ich den 4 zu 3 nehme und das auf Breitbild auf 720 mal noch was ziehe, das ist einfach nur. Das kann man nicht machen. Das ist Augenkrebsgefahr. Hab mir natürlich auf YouTube auch andere Let's Plays angeguckt. Vor allem Gronkh halt, habe ich auch wirklich eine Zeit lang täglich verfolgt. Der lädt ja jeden Tag eins. War doch ja so, ja, jeden Tag eins hoch. Ist schon ziemlich krass, wie bekannt er dadurch geworden ist, aber mein Ziel ist jetzt nicht so, ich meine. Er lebt ja eigentlich davon. Mehr oder weniger. Er ist YouTube-Partner, kriegt einen Haufen Geld davon. Also ich Haufen Geld, ich kann das, weiß nicht, wie viel das ist, dann dürfen ja die YouTube-Partner nicht drüber reden. Aber ich denke mal, dass es nicht wenig ist bei den ganzen Fans, bei den ganzen Abonnenten, die er hat. Das ist ja eigentlich auch nicht mein Ziel. Einfach nur ein paar Videos hochladen, weil zum Zeitvertreib, so, weil es mein Hobby ist. Ich glaube, ich mache erstmal ein paar Fackeln, sonst fliege ich irgendwo noch runter und breche mit dem Nick oder. Allein. Ah ja, ist doch schon viel, viel besser. Ui. Eine Uhr wäre nicht schlecht. So. Damit man immer weiß, okay, es ist dunkel, brauche ich nicht noch umkommen. Weil sonst verpenne ich wieder den ganzen Tag hier unten. Aber ich sammle noch ein bisschen Kohle, ein bisschen Eisen. Und dann gehen wir mal raus und bauen ein Haus. Dreht sich sogar. Ich baue ja Minecraft eher so moderne Häuser, also nicht so dieses übliche, so ein Rechteck mit einem spitzen Dach drauf, sondern ja, mehr so, wie soll man das sagen, modern halt, oft weiß, also mit weißer Wolle halt, viel, viel Glas, so ganz verrückt halt, ganz crazy, abgefreakt, abgespaced, Endlaser, ja, richtig Endlaser. Und was ich auf jeden Fall noch hochladen will für ein Video und auch werde, sind die FIFA-Sessions mit einem sehr guten Kumpel von mir. Die sind einfach unglaublich. Da hatte ich auf meinem alten Kanal mal, das war auch eine Story, ey, oh mein Gott. Er war bei mir, wir machen immer so ein FIFA-Abende mit Saufen, also wir haben immer so einen Jägermeister dann kaltgestellt. So, und bei jedem Gegentor, was du einfängst, musst du halt wir machen mal einen doppelten, gießen wir uns mal einen doppelten trinken. Da ist die Flasche dann immer ziemlich schnell leer und tja, die Qualität des Gameplays steigt dann mit jedem Jägermeister. Das ist unglaublich, was da für Tore fallen. Am Anfang immer so ziemlich ausgeglichen, 2-2, 2-1, halt so eine normalen Scores. Je mehr Jägermeister im Spiel ist, desto unglaublicher werden die Scores. Dann kriegen wir da Tore, ey, weil einfach mal hinten alles offen ist. Da haben wir schon mal Spiele, da steht es dann 12 zu 18 oder keine Ahnung, also richtig verrückt. Auf jeden Fall habe ich dann meine Kamera hingestellt und die ganzen Mist aufgenommen, den ganzen Abend lang. Und dann, am nächsten Morgen, war ich immer noch steif, oh mein Gott, da sind Zombies. Habe ich dann einfach mal bei Sony Vegas die besten Szenen zusammengestellt und hochgeladen. Natürlich bei Facebook gepostet. Und so ziemlich jeder Freund, der mein Licht hat, gesehen. In der Schule habe ich dann, also, da kam ein Lied vor, Coco Jumbo, wenn es einer kennt.
Haben wir dann auch da die ganze Zeit gesungen, wir waren ja richtig, ach, war nicht steif. Auf jeden Fall waren wir dann, war ich dann ein paar Tage später in der Schule. Die kleineren Jahrgänge, da waren halt Weiber, mich dann auf dem Gang rum. Die haben das Video natürlich auch gesehen, ne? Das hat natürlich jeder aus meiner Freundesliste gesehen, haben ganze Coco Jumbo gesungen. Auf jeden Fall hat es auch mein Bruder gesehen. So, mein Bruder hatte die grandiose Idee, das Video einfach mal meiner Mutter zu zeigen. Ja, meine Mutter hat dann halt gesehen, wie ich denn da steif rumgebrüllt habe. Wir haben gesungen, wir haben gesoffen, alles aufgenommen natürlich. Irgendwann hat dann der Nachbar geklingelt. Der kam aber nicht aus dem, also ich wohne im dritten Stock, der kam nicht aus dem zweiten, der kam aus dem ersten Stock hoch. So, hat sich erstmal beschwert, dass seine Frau, das war mitten in der Nacht schon, dass seine Frau halt eine Diplomarbeit schreibt. Ja, eine Diplomarbeit um 3 Uhr nachts oder 4 Uhr nachts, keine Ahnung, wie spät es da schon war. Halt so eine ganzen Sachen. Hat meine Mutter gesehen. Und meine Mutter kann sowas auch nicht für sich behalten. Sie muss es natürlich in der ganzen Familie rumerzählen, den Link schicken. So, damit haben es auch meine Großeltern gesehen. Einen Tag später bekomme ich, checke ich meine Mails und sehe so eine Mail von meiner Oma. Das war keine normale Mail, das war so eine richtige Hassmail. Ja. Hat sich halt aufgeregt über das Video und dass ich ja so, ja, so kindisch bin und war echt enttäuscht von mir und sowas hätte sie nie gedacht. Dann habe ich das Video, ich habe es nicht gelöscht bei YouTube, aber ich habe es so eingestellt, dass man das Video halt nur mit dem Link sehen kann. Ja, wenn man den Link jetzt hat, dann kann man sich das angucken. Ich finde es einfach super lustig, super peinlich, aber einfach keine Ahnung, ey, ist. War so geil. Also weil ich so eine Fieberzeichen auf jeden Fall hochladen. Weiß nicht, ob es mit Alkohol wird oder ohne. Die sind immer lustig. Ich selber habe ja kein FIFA. Mein Kumpel aber und dadurch zieht er mich jetzt immer, also wird immer besser und ich werde immer schlechter, weil ich halt nicht mehr, weil ich nicht, das selber nicht habe und nicht spielen kann. Zieht mich halt immer mehr ab irgendwie, keine Ahnung, ich krieg da nichts mehr gebacken. Aber es ist einfach wirklich, das so lustige Videos. So, ich glaube, mit dem ganzen Kohlevorrat hier, wir haben jetzt mittlerweile schon, oh, ist gleich voll. Ja, dann packen wir die Kohle noch ein hier, gehen zurück, hoffen, dass es Tag ist und dass der Tag noch ziemlich lang ist, damit ich auch mal mein Haus, wenn man es überhaupt Haus nennen kann, weiterbauen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich das alles aus Holz baue oder als einfach Steine. Ich habe auch einen Haufen Steine jetzt abgebaut, aber auch mindestens, ja, sagen wir mal, Haufen Steine, das sind 2 Stacks, das ist jetzt auch nicht die Welt, aber einfach mal gucken, so kam ich her? Ich kam von da oben. Warum? Ach so, Essen. Habe ich ganz vergessen. Da müssen wir jetzt mal schnell. Tauchen wir weg, brauchen wir nicht. Was ist denn da los? Warum kann ich das? Irgendwas, warte mal, irgendwas stimmt gerade hier nicht. Normalerweise kann man auch, wenn man was rauspackt hier, so in der Hand hat, kann man das ganz nach rechts auch machen. Ich kann jetzt sowieso nur sich vormachen, ich klack das so gegen, zack, und es geht nicht weiter, es geht immer nur hier lang. Hat mich gerade ein bisschen verwirrt. So, wo ist jetzt mein Crafting Table? Was ist das überhaupt? Potato? Okay, jetzt weiß ich, was Neues in der Version. Es gibt Kartoffeln. Okay. Ich dachte, irgendwie so ein Ei oder so. Und wo ist jetzt mein Crafting Table? Ich habe gerade ein Crafting Table gebaut. Das kann nicht wahr sein. Der ist doch nicht. Egal. So. Zack, rein hier. Bauen wir das Ding da rein. Bauen uns mal schnell einen Ofen. Ein Oven, ein Furnace. Let's do this. Come on, man. Packen wir hier rein, damit er nicht im Weg steht. Sollte reichen. Ja, Potato. Ich